Ich grüße euch, ihr lieben Claudia Engel hier mit dem nächsten Express-Tagesorakel und zwar für den 7. Dezember 2020. Ja, und ich muss lächeln. Es ist heute ein besonderer Tag. Heute ist mein 50. Geburtstag und deswegen ist es natürlich heute eine ganz besondere Ehre, in die Karten zu schauen, weil es natürlich auch für mich spannend wird. Wie wird mein Geburtstag? Das Video werde ich werde heute auch ein bisschen länger ausdeuten. Ja, es ist sehr spannend, dass die Zuhausekarte hier liegt. Wahrscheinlich werde ich meinen Geburtstag zu Hause verbringen. Ich mache es ja immer so ein paar Tage vorher, die Tagesorakeln. Und ja, wir haben ja in Österreich genau bis zum 7. den Lockdown. Wir werden erst kurz vorher erfahren, wie es ausschaut, einen Tag vorher wahrscheinlich. Und ja, also der Tag ist eher wirklich für euch zu Hause generell. Es ist auch hier wieder der Turm, der ja für den Rückzug steht, aber umgekehrt der Park, der für draußen steht, ja. Also es ist wahrscheinlich auch für euch so beides am Plan. Entweder seid ihr irgendwie draußen, habt ihr was zu tun, kann auch ganz plötzlich sein mit der Sense und der Bär, also plötzlich, wo so wirklich auch um eine Beständigkeit geht oder wieder um die Eltern dämen, ja. Oder auch Stress einfach kann leider auch Stress mit einer Behörde sein, das wird sich aber aufklären. Oder eben Stress auch an Elternthemen. Oder eben wirklich, dass es so um euer Zuhause geht, um die häuslichen Themen. Und ja, hier wird etwas auch ein bisschen abgebremst, was mit dem Wachstum zu tun hat. Allerdings eben, wir haben die größte Glückskarte, die Sterne. Und das freut mich natürlich besonders, dass die an meinem Geburtstag, für meinen Geburtstag auch gekommen ist. Ja, und ich wünsche euch natürlich auch für euch, ja, dass ihr dann auch einen Glückstag habt und vielleicht etwas, ja, vielleicht ist etwas, was gar nicht wachsen soll. Vielleicht bist du irgendwo im Irrweg, ne? Und du sollst etwas nochmal neu betrachten und eben, eine plötzliche Kehrtwende. Mir kommt das wirklich so vor wie ein Tag für eine plötzliche Kehrtwende. Wie gesagt, wäre das die zwei Karten, der Rückzug und die Öffentlichkeit. Es ist ja total unterschiedlich, ne? Und wahrscheinlich wirst du dich von eins von beiden entscheiden. Eben, und das kann auch mit Rückzug und Öffentlichkeit zu tun haben und eben mit, ja, vielleicht auch plötzlicher Klärung, ja, von gewissen Dingen, ja, oder Dingen, die auch nicht sein sollen und du sollst es anders machen. Na gut, dann ich wünsche euch auch einen wundervollen, einen schönen Tag und alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.